Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu dieser finalen Folge aus unserer Prehistoric Sanctuary UK. Wir werden nochmal jetzt eine Parktour machen durch den gesamten Park, alle Touren fahren und uns alles nochmal ganz in Ruhe angucken. Und ich werde natürlich auch für euch das Safe Game dann in die Videobeschreibung packen. Das heißt, wenn ihr den Park mal selber ausprobieren wollt, könnt ihr das gerne tun. Hier geht das Ganze los. Das erste, was wir am Eingang haben, ist eine Toilette. Immer das, was ich mir wünsche. Und deswegen habe ich es natürlich hier auch eingebaut. Und dann hat man auch direkt schon einen Blick auf unsere ersten prähistorischen Lebewesen, nämlich Kasmus. Mit wunderschönen Skins. 5 Stück an der Zahl. Sind übrigens alle Dinosaurier und Urzeitlebewesen benannt. Da könnt ihr dann auch gerne nochmal gucken, ob ihr euch hier wirklich verewigt habt. Hier haben wir dann nochmal ein paar Besucherläden. Und dann kommt man hier vorne direkt zur ersten Beobachtungsgalerie. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein. Und dort kann man dann nochmal den Blick auf die Kasmus genießen. Auf der Rückseite habe ich dann auch nochmal einen Berg gebaut, der als natürliche Barriere gilt. Natürlich mit unsichtbaren Zaun, damit die Dinos dort nicht ausbüchsen. Ich habe auch einige Mods installiert. Aber die Modliste packe ich auch in die Videobeschreibung. So sieht das Ganze von oben aus. Und ich finde der Kasmus wirklich ein sehr geeigneter Dinosaurier fürs erste Gehege im Park. Halt so ein mittelgroßer Pflanzenfresser. Die finde ich eigentlich immer ziemlich perfekt. Hier links habe ich auch nochmal so ein bisschen Gestaltung gemacht mit so einem kleinen Plus. Und dann kommt hier vorne nochmal ein Souvenirladen. Und die ersten Hotels. Da können wir auch gleich mal einchecken. Von diesen Hotels aus hat man dann auch eine gute Sicht auf unsere Lagune. Was hat er denn hier für ein Selfie vor dem Felsen? Das hier ist die Ansicht aus dem Hotel. Da kann man wirklich richtig gut auf die Lagune blicken. Und da drin schwimmt ein Moser. Hier haben wir auch noch weitere Hotels. Aber ich habe eigentlich fast alle Pools Richtung Lagune ausgerichtet. Ich weiß, die eigentliche Ansicht von den Hotels ist immer auf einer anderen Seite, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Keine Ahnung. Ich gucke auf jeden Fall immer aus dem Pool, weil ich es am coolsten finde. Und man kann eigentlich aus allen Pools perfekt die Lagune sehen. Und auf der Rückseite ist es natürlich auch mega schön. Dort hat man dann einfach das wunderschöne Meer und den Strand. Schon eine wunderschöne Karte, muss man sagen. Hier bei dem größeren Hotel kann man auch unten nochmal sitzen. Und dann geht es hier vorne weiter Richtung Beobachtungsgalerien. Hier ist auch ein Highfeeder. Ich hoffe, den sehen wir gleich auch noch in Action. Das wäre cool. Wir fliegen jetzt mal direkt durch Richtung mittlere Beobachtungsgalerie, weil da möchte ich gerne mal dann rein. Und dort hat man dann so eine Ansicht. Sonne blendet hier schön. Und der Moser ist jetzt hoffentlich gleich. Ist zumindest gerade in diese Richtung geschwommen. Aber noch sehe ich nichts. Ah doch, der frisst gleich. Perfekt. Dann gehe ich doch nochmal in die Ansicht schnell rein. Da haben wir ihn. Hat er sich gegönnt. Vielleicht erwischen wir ihn jetzt auch noch unter Wasser. Ist leider in die andere Richtung weggeschwommen. Und hier auf der Rückseite von diesen Galerien kann man dann auch schon das nächste Gehege sehen. Mit einer Gyrosphärentour und Barris. Auch wieder mit schönen grünen Skins. Ich würde fast sagen, wir gehen direkt weiter. Richtung Gyrosphären-Eingang und Station. Der befindet sich hier vorne. Hinter dem Lagunenbecken. Und dann würde ich auch sagen, hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt reingehen, sondern wir fahren direkt mit der Gyrosphäre. Dann sollten wir eigentlich alles zu Gesicht bekommen. Los geht's. Und direkt eine Ziege hier vor uns. Wir gehen mal in die Außenansicht. Dann hat man ein bisschen besseren Überblick. Ich glaube, wir hatten hier 3 Stück drin. Bei Barris. Alle mit dem gleichen Skin.
Hier auf der Rückseite habe ich auch wieder eine natürliche Barriere gemacht. Mit Klippen und Bergen. Ist allerdings jetzt nicht so steil, also eigentlich könnten die hier ausbüchsen. Aber ich habe natürlich unsichtbare Zäune da platziert. Deswegen werden sie da nicht ausbüchsen. Da finde ich immer ein bisschen schöner, als wenn man auf der Rückseite dann auch noch auf ja, Zäune schaut. Oh, hier ist ein bisschen steil. Habe ich nicht so gut übergeglättet. Aber das sieht man halt immer von oben ganz schlecht. Aber ist auch eher ein sehr simples Gehege hier. Ziemlich grün so. Hätte ich mir noch ein bisschen mehr Mühe geben können, muss ich sagen, so bei der Tour. Aber naja, so ist das. Oh, hier ist auch ein kleiner Fehler drin. Perfekt. Werde ich aber jetzt nicht alles korrigieren. It is what it is. Aber dann seht ihr mal, also man muss halt wirklich dann nochmal, wenn man es perfekt haben will, von unten sich alles angucken, genau. Damit man solche Kleinigkeiten sieht. Na, guck mal, hier kommt er nochmal. So als Verabschiedung. War schön bei euch im Gehege. Ich glaube, er fand es auch schön. Hier könnt ihr das Ganze auch nochmal von oben sehen. Da hatte ich auch diese Felswand oder diesen Mini-Berg verbunden mit dem Berg aus dem ersten Gehege. Das geht hier schön ineinander über. Und ja, ich fliege nochmal ganz raus. Links wäre jetzt auch nochmal ein Hotel gewesen. Ich zeige es euch einfach nochmal von oben. Sieht das Ganze aus, Bereich 1 und 2. Wir gehen direkt weiter hier diesen Weg entlang. Im dritten Bereich, wo wir das erste Aviarium haben. Auch mal hier mit so einem kleinen Industriebereich mit Helikopterplatz. Und auch wieder eine Tour durch ein Gehege und sogar durch ein Aviarium. Die sind wir jetzt auch schon einmal gefahren im Video, aber ich fahre die jetzt nochmal mit euch. Wir können uns ja ein bisschen beeilen, würde ich sagen. Hier ist einmal so ein Übergang. Und dann geht es hier einmal an dem Industriegebiet vorbei, was ich euch gerade gezeigt hatte. Und in das erste Gehege. Das ist ein Pflanzenfressergehege. Da werden wir auch direkt schön begrüßt von zwei Coritos. Und Kameras sind hier auch drin. Oh, guck mal. Wie schön. So sozialisieren die sich jetzt auch noch. Sieht fast so aus. Jetzt können wir weiter düsen. Da vorne ist dann auch noch mal ein Turm, aus dem man die Aussicht genießen kann. Da gehen wir auch gleich noch mal rein. Aber ansonsten geht es jetzt hier noch mal links zurück. Hier ist man dann auch noch mal ein bisschen höher. Also vorhin sind wir halt da unten lang gefahren. Guck mal, die Coritos sind sogar wieder hochgelaufen, dass wir sie nochmal sehen. Haben uns begrüßt und verabschieden uns jetzt nochmal. Wie nett. Und dann geht's als nächstes ins Aviarium. Da gibt's, glaube ich, die Morphodons drin, Tropiognathus und Eostanbergia. Ich finde das besonders cool, dass die Flugsaurier direkt hier an der Strecke immer landen, weil hier immer Felsen sind. Das ist echt cool, weil da kann man die mega gut beobachten. Jetzt fliegt er davon. Und dann könnt ihr hier vorne nochmal snacken. Aber wir düsen jetzt weiter. Aus dem Aviarium wieder raus. Und zurück zur Station.
Und dann würde ich fast sagen, dass wir nochmal zu dem Turm da vorne gehen. Dann können wir von da auch nochmal die Aussicht genießen. Hier sind wir vorhin lang gefahren. Der Turm ist auch so ein bisschen erhöht. Und dann haben wir wirklich nochmal perfekten Überblick über das Gehege. Da kann man echt alles sehen. Und im Aviarium haben wir natürlich auch noch die Ansicht. Und eigentlich auch nochmal alles relativ gut überblicken. Dann geht es schon weiter zum nächsten Bereich. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Das ist der letzte Bereich vom Park schon. Hat eine relativ kleine Karte. Geht es nochmal auf so einen kleinen Wendekreis zu. Oder eine Kreuzung eher. Da würde ich sagen, biegen wir direkt mal hier rechts ab. Und da haben wir nochmal eine Beobachtungsgalerie, wo wir nochmal reingehen. Die finde ich auch echt cool in diesem Jurassic Park Design, die Galerie. Da setzen wir uns jetzt mal hier auf die Bank drauf. Und dann haben wir hier auch nochmal eine schöne Ansicht auf Ichthys. Fahren aber nochmal nach unten. Und dann könnt ihr die da auch nochmal sehen in der Ferne. Aber jetzt kommt er mal näher geschwommen. Jetzt können wir die auch mal ein bisschen erkennen. Wäre cool, wenn die hier vor dem Fenster auch mal jagen würden. Wäre eigentlich noch eine coole Idee gewesen, hätte man solche Animationen eingebaut. Dass die bevorzugt vor diesen Scheiben direkt die Fische liegen. Ansonsten sieht man die halt immer echt nur so weit weg, leider. Na, hier könnt ihr sie nochmal sehen. Sind gerade alle an der Oberfläche. Hier hat man dann auch nochmal Sitzmöglichkeiten. Und auch ein Hotel. Hier hat man auch wieder eine schöne Poolansicht. Und rechts kann man auch sogar in das nächste Gehege schon reinblicken. Würde ich sagen, biegen wir jetzt aber mal hier links ab. Hier kommen wir nämlich nochmal zu einem Aussichtsturm. Da gehen wir jetzt aber mal nicht rein, wir gucken jetzt einfach mal so. Einfach hier über den Turm, würde ich sagen. Da hat man dann auch nochmal einen Überblick hier über das Mischgehege. Mit Sinoceratopsen und Brachios. Da kann man wirklich auch alles perfekt einsehen. Und zum Abschluss geht es dann nochmal hier geradeaus lang. Da hat man auch nochmal eine Beobachtungsgalerie. Da gehen wir jetzt aber mal nicht rein. Wir fahren direkt mit einer weiteren Gyros-Fernfahrt. Nochmal schön durch das Gehege. Ist auch cool, dass man hier im Hintergrund nochmal so Berge hat. Oh, die wunderschönen Brachios. Also mit der Gyrosphäre komme ich echt nicht so gut klar. Ich finde es halt immer schwierig zu fahren und in eine andere Richtung gleichzeitig zu gucken. Das ist mit dem Truck deutlich einfacher. Aber da ist halt auch die Lenkung komplett anders. Hier ist das wirklich sehr gut gelungen, dass ich in der Mitte das so angehoben habe. Dadurch kann man halt links komplett gar nicht sehen, was da ist. Und dann sieht man das erst, wenn man mit der Strecke dann oder mit der Gyrosphäre erst dann da angekommen ist. Wunderschöne Sinoceratops-Skins. Und hier ist auch nochmal ein wunderschöner Sinoceratops. Oh Gott. Ich dachte gerade, der attackt uns. Aber ich glaube, der hat irgendwie einen anderen Auftrag. Möchtest du? Okay, der ist auch, glaube ich, nur neugierig, was wir hier machen. Aber hier rechts hat man auch nochmal einen richtig schönen Ausblick.
Natürlich immer cool, wenn man da keinen Zaun vor hat. Wenn diese weiße Linie ein bisschen stört. Das ist die Parkbegrenzung. Ja, das ist schon schön mit dem Meer. Da ist der Turm, wo wir gerade drin waren. Da habe ich auch einfach nur ein paar Felsen vorgemacht. Dann geht es hier nochmal durch ein paar Felsen durch. Und zurück zur Station. Ich muss wirklich sagen, dass ich echt zufrieden bin mit dem Park. Dafür, dass es unser erstes Parkbauprojekt war, auf so einer relativ kleinen Insel, ist das schon echt schick geworden. Die ein oder andere Stelle habe ich gesehen, die man hätte auf jeden Fall noch verbessern können. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich lege jetzt hier nochmal komplett über alles rüber. Und dann könnt ihr das schon ganz gut erkennen. Also der ist wirklich sehr übersichtlich, der Park. Aber das ja, Land ist halt auch begrenzt hier, ne? Halt eine super kleine Karte. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal komplett von oben sehen. Und wenn ihr es gerne euch noch genauer angucken wollt, könnt ihr wie gesagt das Safe Game auch in der Videobeschreibung finden und herunterladen. Und dann könnt ihr den Park auch verändern oder selbst mal besichtigen, wie ihr möchtet. Ich hoffe, diese finale Tour von der Prehistoric Sanctuary UK hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.